Leute, here we go again. Heute mit Folge 7 von Bachelor in Paradise. Ich habe ein paar Folgen ausgelassen, aber jetzt bin ich wieder da. Nice, nice, nice. Okay, nice. Also, ich habe auf jeden Fall Bock drauf. Wenn ihr die ganze Folge sehen wollt, wie immer, checkt den Link in der Infobox. Da kommt ihr direkt zu RTL Plus. Wenn ihr meinen Channel abonnieren wollt, würde mich das sehr freuen. Und jetzt fangen wir direkt mal an. Nach einer merkwürdigen Nacht der Rosen. Und ja, Gustav ist immer noch da. Gustav hat viel gesprochen und hat gesagt, er lehnt, egal von wem, die Rose ab. Ja, mehr oder weniger, denn Gustav hat ja mit der einen Blondine einen Deal gemacht und hat gesagt, hey, wenn du noch da bleiben willst, ne, dann würde ich deine Rose annehmen, jetzt so ganz ungezwungen, nur dass du es mal gehört hast, ne, dann würde ich auch da bleiben, ist vielleicht ganz nett. Und ich glaube, tief im Innern will Gustav einfach ganz langsam wie ein Bergarbeiter immer wieder Steinchen klopfen, um an das Herz von Carina zu gelangen. Ob das klappen wird? Ich glaube nicht. Morgen sehe ich dich und Carina wieder, dann seid ihr da wieder in der Ecke, dann ist der wieder am Rumheulen, dann sagt der wieder, ah, Carina hat das gemacht und Digga, Alter. Du bringst es auf den Punkt, ich glaube auch, genau das ist Gustavs Plan. Bist du glücklich, dass ich da hier bin? Hä? Aber sagen wir mal so, ich glaube, so eine lange Pause und eine Frau, die sehr traurig auf den Boden guckt und nicht irgendwie ansatzweise positiv reagiert, ist ein gutes Zeichen. Menschenkenntnis habe ich. Empathie? Check. Wirklich jetzt mal ein bisschen meine kalte Schulter mal zeigen. Das braucht sie, glaube ich, mal, damit sie schauen, was passiert. Die ganz harten Bandagen werden ausgepackt. Gustav zeigt jetzt mal die kalte Schulter. Und das müsste ja gelernt sein, denn Carina hat ihm ja gezeigt, wie das geht. Vor allem hat sie das dann gezeigt, wenn sie die Rosen verteilt hat. Und vielleicht ist in dieser Woche, sieht die Welt wieder ganz anders aus, denn die Männer verteilen die Rosen. Doch bevor das Drama hier weitergeht, Party, Leute. Wir brauchen mal ein bisschen Party. Gott, ich liebe unsere Poolparty. Wir hatten ungelogen noch nicht so einen Spaß hier. Nicht zuletzt der Paradise Twister. Der Paradise Twister, gern gesehen auf jeder Party mit einem Altersdurchschnitt von 15 Jahren, denn da hast du ja doch die Möglichkeit, als Junge oder als Mädel das erstmal so ein bisschen Körperkontakt zu haben. Muss ich sagen, ich hatte auch sehr Spaß, so ein Zico an mir zu spüren. An mir, in mir, alles ist erlaubt, das ist die ab 18er Version und ja. Sieht interessant aus. Was folgt, ist eine neue Seite von Zico, denn wir kennen ihn ja nur als empathischen Frauenversteher. Aber jetzt mal ganz anders. Losgelöst von der Erde. Nena-Vibes. Denise und Lorik gibt es auch noch. Allerdings halten die sich öfter hinter verschlossenen Türen ohne Kameras auf. Zum Beispiel im Duschbereich. Die Körperhygiene ist halt eben auch wichtig. Komisch, dass sie so Geräusche dabei macht. Dann geht es weiter mit der Cringe-Show, denn unser Homie Gustav, ja, Gustav gibt nicht auf und der probiert es jetzt mit umgekehrter Psychologie. Er möchte Carina sagen, dass er das jetzt ja ganz entspannt sieht und wenn sie einen anderen Mann haben will, dann wäre er der richtige Wingman dafür. Yo. Zum Booking zu kommen. Nein, das machst du nicht. Nein, du bist der Letzte, der das sollte. Nein. Also, um es kurz zu machen, sie steht so ein bisschen auf Zico, aber Zico feiert sie gar nicht so krass. Ja, aber warum ist er dann so mit Sanjas? Sieh mich aus, Baby. Ja. Oh, um dich zu ärgern, bist du eigentlich dumm, oder was? Bist du eigentlich von allen guten Geistern verlassen? Das macht er doch nur vor dir, um dich eifersüchtig zu machen. Also fassen wir das Ganze nochmal zusammen. Gustav steht immer noch hart auf Carina und versucht hier auf Ehrenmann-Basis irgendwas für sie zu klären. Zico ist eigentlich alles egal, der steht auf seine Sanja, die er mit Bier begossen hat. Und ja, wir erinnern uns alle an die Bilder. Ja, auf jeden Fall, lasst das Gespräch beginnen. Das sieht mich schon sehr und ich will schon gucken, was dahinter steht. Mach das, aber parallel kannst du doch auch Carina weiter kennenlernen. Also er sagt gerade hier, Sanja, alles fein, aber er sagt so, nein, guck mal, er macht jetzt so eine Manteltasche auf, guck mal, hier ist das Bild von Carina, die ist doch gar nicht so schlecht, oder? Außerdem, ich habe Erfahrung mit ihr und ich kann einiges über sie berichten, willst du das hören? Ich habe auch gedacht, bei ihr, mir passt das gut, ich glaube, hätte ich sie draußen kennengelernt, wäre das ganze Thema anders gewesen und ich wäre heute mit ihr zusammen, eventuell. Safe, Dicker, safe. Es gibt keine Aussage in dieser Show heute, die wahrer sein kann, als das, was er gerade gesagt hat.
Weil ich schlafe nicht einfach mit einer Frau, weil ich Langeweile habe. Ja, also er macht es auf jeden Fall deutlich, die beiden haben. Was ich meine. Ja, wir hatten was unter Deck, aber ist doch scheißegal. Digga, natürlich, ich habe, glaube ich, noch nicht mal richtig danach. Was? Ich glaube, ich habe überhaupt nicht danach gefragt. Ja, wir hatten was unter der Decke. Weil dann hat sie das gemacht mit ihren und das macht sie so und dann habe ich ihn und dann ich glaube, ich habe gar nicht danach gefragt. Ja, ist auch gut. Ich kann nicht mehr. Der Typ ist so ein, ja. Dann kommt es so ein bisschen zu einem Hin und Her. Maurice soll auf ein Blind Date gehen, aber der sagt so, nee, ich bin doch hier mit meiner Jacqueline oder wie die Gute heißt. Und nee, das ist alles cool, möchte ich nicht. Hier, Alex, unser Jesus-Freak, darf da mal hingehen. Und ja, das Blind Date beginnt. Gedacht, oh wow, ich werde auf jeden Fall nichts sehen. Der Junge hat das Prinzip vom Blind Date besser beschrieben, als ich es jemals gekonnt hätte. Ja, und mit wem trifft er sich? Mit einer Neuen. Ich glaube, jetzt schon sagen zu können, es ist die letzte Neue. Und die, ja, die hat auch Bedürfnisse. Ich bin lange Zeit Single und ich habe echt keinen Bock mehr, Single zu sein. Ja, aber das ändern wir jetzt. Nee, du triffst Alex. Sorry, das wird sich nicht ändern. Schnecken unter anderem. Und ich dachte mir, ich werde jetzt mal so als Icebreaker fragen, ob sie Schnecken isst. Das sind Schnecken. Isst du Schnecken? Nein. Also dieser Eisbrecher steht immer noch auf der Fläche. Im Prinzip den Kontrollspieß gleich mal umgedreht, indem ich gesagt habe, so, wir essen jetzt Schnecken. Schnecke. Mic drop, mein Lieber. Mic drop. Der Schneckenflüsterer weiß eben, wie man mit Schnecken spricht und ja, wie man auch Themen, die vor allem einen Mann, sehr sicher auch Frauen interessiert, aber wie man das am besten und am schnellsten einfach mal beim ersten Gespräch ansprechen kann. Bist du da schnell eigentlich, den Spaßfaktor bereitzustellen, um es jetzt mal so ganz bescheiden auszudrücken? Wie viele Sterne würdest du dir beim Thema Erotik so direkt am Anfang geben und wie viele Sterne wärst du denn bereit zu geben? Kennst hier TV-Spielfilm, Erotiksterne, wie viel direkt am Anfang, wie viel Bereitschaft hast du da? Kommen wir zu Leuten, die wirklich was im Köpfchen haben, Sanja und Zico. Reden gleich mal in Ruhe. Wir reden im Pool? Ja, wir reden im Pool. Gehen wir jetzt schwimmen oder was? Nein, wir reden nicht im Pool, ich hab gesagt, wir reden gleich mal in Ruhe. Die erinnert mich an American Pie. Wie war das in dem Pool? Kannst du die Ellbogen hinterm Rücken zusammen machen? Im Whirlpool, steht dir? OMG. Ich würde gerne herausfinden für mich, wie du wirklich bist, wenn du einen Mann wirklich liebst, magst, keine Ahnung was. Also, der Junge bereitet auf jeden Fall das vor, was er mit dir vorhat und das verpackt er in schönen Worten. Good job. Die Worte haben auf jeden Fall was gebracht, sodass er auch in die Love Suite gehen möchte, doch die ist besetzt. Das ist wie in einem kleinen Kanickelstall. Da liegen überall die Pärchen und ja, ihr wisst schon. Hallo. Wer es nicht erkannt hat, David und Judith waren da zugange. Aber egal. Dann bricht der nächste Tag an. Zico darf auf ein Date und natürlich wählt er seine Romanze aus der Nacht aus. Und die beiden werden weiterhin Spaß haben. Dieses Borden, wie heißt das nochmal? Wasserborden, Wasserboarding, Waterboarding, vielleicht sowas. Ja, ganz entspannt wirst du auf seine Liege geschnallt. Und dann mit dem Kopf nach hinten so zurückgehalten und dir wird dann einfach ganz viel Wasser in den Hals geschüttet. Was man halt so macht beim Date. Waterboarding. Normal. Ich hab gedacht so, jetzt go, Action. Ja, ja jetzt. Dann, oh oh. Die beiden mussten mit sofortiger Wirkung das Paradies verlassen. Leider. Gott hab sie. Ah nee, also sie sind auf jeden Fall noch da und ist nicht viel passiert. Eine ganz andere Seite auch wieder von Zico gesehen. Also er tendiert schon wirklich so in Richtung Zukunft. Also er redet schon von wir und... Und was ist denn jetzt eigentlich mit Gustav? Bist glücklich. Mhm. Echt? Bist glücklich? Warum bist du glücklich? Hä? Warum? Hä? Wieso? Hä? Ich bin doch hier der kalte Schultermann. Und wie kannst du denn da glücklich sein? Auf jeden Fall wird es dann wieder so komplett affig. Komplett affig trifft es eigentlich ganz gut, denn die beiden gehen in den Wandschrank und knutschen. Für diesen Raum, ne? Da kann keiner sagen, dass Carina nicht alles geben würde für eine Rose. Als ob hier keine Kameras.
klar. Nein, und er drückt so, nein, mach ruhig, ist gar kein Problem, nein. Am Anfang habe ich schon verspürt eine Art von Ameisen im Bauch, so ein bisschen. Mittlerweile hat sich das Ganze so entwickelt zu Hämorrhoiden und die bekommt Lorik dann auch erstmal nicht mehr weg, ja. Unangenehme Situation, aber er möchte hier so ein bisschen sagen, hey, bin ein bisschen in love und auf jeden Fall hat sich dann die Situation von den Ameisen auch auf Denise übertragen und am nächsten Morgen wurde sie abgeholt. Kein Scherz diesmal, ja, sie hat sich ein bisschen verkühlt und musste gehen. Die Denise ist nicht mehr da. Die ist echt? Krank, ja. Aber was mache ich jetzt den ganzen Tag? Ja, auf jeden Fall, wir können rummachen, ne? Das fällt jetzt weg. Ja, wenn ich jetzt das Bedürfnis habe, jemanden zu küssen. Wenn ich jetzt rummachen will? Kann ich doch rummachen, ist doch kein Problem. Sehr, sehr sicher ist das Humor, aber viele werden das, glaube ich, nicht verstehen und dann so sagen, hä, will der jetzt wirklich mit jemandem rummachen? Und dann gibt es eine Nachricht an alle und ich hatte es ja schon gespoilert. Wir werden keine neuen Frauen oder Männer mehr in das Paradies einziehen. Als ich das gelesen habe, für mich war klar, alles ist okay. Aber dann hat eben der Zico dann gesagt, ja, der muss jetzt nachdenken gehen. Und ich war dann so, okay, was ist jetzt? Sagen wir mal so, egal ob Mann oder Frau, wenn man sagt, hey, ich muss mal das mit uns überdenken. Ich weiß, er hat es nicht ganz so gesagt, aber dann ist es meistens kein gutes Zeichen. Also meine Meinung dazu ist, dass das hier der falsche Ort dafür wäre. Ja, der falsche Ort, sich also kennenzulernen, wie auch immer er das meint, er möchte das auf draußen verlegen. Okay, ein bisschen weird. Egal, trinken wir erstmal was. Paul, bring mal ran. Lieben, die Cocktailparty ist eröffnet. Eine Cocktailparty ohne Cocktails ist immer eine gute Champagnersause, wie man so schön sagt. Zu bleiben, um den Sand zu genießen, das Wasser zu genießen, aber willst du hier drin sein, um mich in diesem Tank noch kennenzulernen? Naja, mir geht's ja ums Kennenlernen. Mir geht's ja ums Kennenlernen, aber aber es kommen keine mehr, gell? Dich nicht. Ich bin gar nicht mehr von Carina genervt, sondern eher von Gustav, seiner Meinungs-, also sein Hin und Her mit seinen Meinungen, ne, so. Naja, es ist auch ein Weg, sich Sendezeit zu ergattern, aber wie gesagt, ich glaube, die Zuschauergunst gewinnt man damit nicht. Und dann passiert wieder Folgendes. Ich und Gustav hätten uns gewünscht, dass wir uns hier drin wie andere Paare einfach so die Zeit miteinander hätten genießen können. Absolut, das Traumpaar von Anfang an. Jeder hat's gesehen, jeder hat denen erstmal gut zugeredet. So, hey, ihr seid voll süß zusammen. Und Carina, wow, du meinst es echt ernst. Gustav ist ein Cooler. Ja, das ist der Typ mit der weirden Stimme. Aber hey, ihr habt euch einfach gefunden, das passt. Der Deckel passt hier auf den Topf. Jeden Tag gesagt. Nein, ich hab doch du hast heute auch noch gesagt, du verteilst keine Rosen. Okay, und jetzt nach 5 Stunden hat es doch wieder geändert. Weil wir ein klärendes Gespräch hatten. Ja, ja, du weißt doch, wir verteilen die Rosen. Vielleicht komme ich nochmal zum Zug. Serkan, ich weiß ja nicht, ob du es schon wusstest, aber Carina und ich? Dann geht's schon zur Nacht der Rosen und ja, unser Freund Lorik steht da. Denise im Krankenbett. Habe ich mich dazu entschieden, das Paradies zu verlassen? Macht ja auch Sinn. Denise ist halt gerade nicht mehr da und auch Alex, unser Jesus Boy, hat gemerkt irgendwie, hier, die Schnecke wollte keine Schnecken und dann wollte sie auch nicht seine Aubergine und das macht ja gar keinen Sinn mehr. Dann gehe ich lieber. Zeit hat mir gezeigt, dass es dann leider eine Einbahnstraße am Ende war. Dann kommt es zur typischen Pärchenbildung. Maurice nimmt seine Jacqueline. Er bekommt sein Küsschen, dann kommt der Cringe-Moment. Carina, nimmst du die Hose an? Die sieht immer so krass traurig aus und vielleicht wusste sie, dass sie ihn jetzt küssen. Dann steppt Zico nach vorne und ja, der war ja so ein bisschen am Zweifeln. Nichtsdestotrotz würde ich ihn bitten, Sanja, vielleicht einmal kurz nach vorne zu kommen. Zico möchte die Show verlassen, das bedeutet für sie, sie muss auch gehen. Und ja, dann haben wir glaube ich noch zwei Pärchen. David und Judith und Serkan und Samira und that's it. Das war Folge 7 von Bachelor in Paradise. Ich hoffe, euch hat das gefallen. Wenn ihr Bock habt, abonniert meinen Channel. Das würde mich natürlich auch riesig freuen. Und ja, ich kann nur sagen, bleibt gesund, habt einen schönen Tag. Ciao.